Ja, in Hörby im südschwedischen Raum. Dritter Lauf zum Eurocup bei den Truck the Pullers. Und wir kommen allmählich zu schwerem Gerät und da muss natürlich auch auf dem Sledge nachgeladen werden. Die 3,5 Tonnen Super Stocks sind jetzt dran. Macau Bits and Pieces führt bis jetzt die Punktetabelle an. Schauen wir also, wie sich Willem Veldhuizen hier mit seinem Gerät beim dritten Lauf schlagen. Aber vorher reden wir ein bisschen mit Thomas Patterson von der Addiction, der bei den ersten Läufen gar nicht dabei war. Er sagt, naja, ich war ein bisschen faul und hatte auch andere Dinge zu Hause zu tun. Und jetzt habe ich das Ding halt hergerichtet und ich denke, auch in 2 Wochen in Holland werde ich dabei sein. Vielleicht auch beim nächsten Lauf in Dänemark, der nicht so weit weg von seiner Heimat ist. Zu den Änderungen an seinem Traktor befragt, sagt er, wir haben vor Ahoy eine neue Nockenwelle eingebaut, aber sonst ist es das alte Gerät. Das ist eine neue Strecke und andere Bedingungen hier und dazu befragt, sagt er, das sieht ein bisschen rausgefahren aus und es ist zwar ein guter Belag, aber wir werden mal schauen, wie es nachher ist, wenn man damit unterwegs ist. Also, Bits and Pieces jetzt aufgestellt zu seinem Pull für den Feldhüsten aus Loodsrecht in den Niederlanden. Er ist ein Dodge-Importeur. Ist ja von der Viper auf den Michael Bits and Pieces umgestiegen. Was nicht anderes ist als ein aufgepeppter John Deere 6466 und Räder hoch, da kommt der Sauborn gerade weg, ein leichter Drang nach links, aber tadellose Fahrt, Full Pull, das war glaube ich nicht zu überhören und da kriegt der Niederländer Applaus vom schwedischen Publikum, das Ganze nochmal in der Slow-Mo. Da bestätigt er seine Dominanz aus den ersten beiden Läufen. Mal schauen, was Thomas Patterson in oder auf Deer Addiction bei seinem ersten Auftritt im Eurocup, also dieses Jahr, der Lokalmatador aus Laholm, südlich von Göteborg kommend, was er da entgegensetzen kann. Auch das sieht soweit ganz gut aus. Da kommt er aber ein bisschen zu weit nach rechts und muss dann bei 96, 27 die Fahrt einstellen, bevor er über die Linie kommt und eine Disqualifikation über sich ergehen lassen muss. Ich glaube, der Kommentar war so schlecht, dass die junge Dame nicht mehr zuhören wollte. Wir geloben Besserung im Laufe des Jahres, wir arbeiten dran. Sind jetzt bei Sigma Power. Pekka Hervi aus Finnland. Am Volant und an den Pedalen. Mit seinem Valmet 8400. Kommt da fast zum Full Pull. Läppische 10 cm fehlten. 99,90. Der Wert für Pekka Hervi auf seinem Sigma Power. Ein weiterer Schwede jetzt am Start, ein weiterer John Deere, das ist Anders Svensson, sinngemäß das rennende Wild, Running Deer. Dann da ist seine Fahrt aber schon mit einem Defekt, würde ich mal vermuten, nach 13,26 Metern zu Ende. Da kann er dann wirklich nur noch auf die nächste Chance hoffen. Jetzt sind wir bei Red Alert. Fahren von Peter Clark natürlich aus Buckingham. Ein Landwirt,
der es am Wochenende dann ein bisschen sportlicher gern hat. Dann furiosen Start. Das Ding steigt gleich kerzengerade in den Himmel hoch. Ist gut unterwegs. Das sieht aber komisch aus. Das hat er jetzt auch nicht verstanden. Was ist denn da los? Sag's ihm, was los war. Der Killswitch wurde betätigt. Peter Clark zeigt da auf den Schlitten. Wie konnte das passieren? Da wird diskutiert, die Mannschaft von Red Alert spricht da mit Michael Fleißig, dem Sicherheitskommissar. Da haben wir das Ganze nochmal in Slow-Mo und wir haben auch die Information, was passiert ist. Nämlich, da gibt es einen Killswitch. Da sehen Sie hinten, wie die Reißleine gezogen wird. Diese Reißleine ist dazu da, wenn das Gerät durch irgendetwas aus der Richtung gebracht wird. Gehen wir mal zum Interview. Michael Fleißig sagt also tatsächlich, der Killswitch wurde betätigt und dadurch wurde natürlich die Fahrt beendet, weil einfach das gesamte System stillgelegt wurde, dass der Traktor stehen bleibt. Er hat jetzt, Peter Clark hat frustriert angedroht, wenn er nicht einen Fullpull kriegt für diese Fahrt, dann tritt er nicht mehr an. Aber Michael Fleißig relativiert das. Er sagt, er schaut jetzt mal nach den Temperaturen und ob der Traktor in Ordnung ist, ob er die Fahrt wiederholen kann. Von den Regeln her kann man ihm nicht einfach den Fullpull zusprechen. Den muss er schon selbst fahren, selbst wenn etwas passiert, was er nicht verschuldet hat. Also zu diesem Killswitch was gesagt. Es ist einfach eine Reißleine, die von dem Fahrer auf dem Schlitten betätigt wird, wenn was schief geht, wenn der Traktor nach links abbiegt oder außer Kontrolle gerät oder irgendetwas Dramatisches passiert und die Sicherheit gefährdet ist, dann wird dieser Killswitch benutzt. Und diesmal durch den welligen, doch scheinbar welligen Belag und durch eine Unebenheit hat seine Hand, die immer in der Nähe dieses Killswitch ist, den Killswitch aus Versehen bestätigt. Also ein ungewollter Fehler, wenn Sie so wollen, aber es ist ein erfahrener Mann auf dem Schlitten. Schauen Sie zum Beispiel, wenn der Fahrer so eine Situation nicht mehr in den Griff kriegt, wie wir sie jetzt hier bei Blue Power sehen, bei Rough Justice, Entschuldigung, dann tritt hinten der Mann auf dem Schlitten in Aktion und betätigt den Killswitch, damit das nicht alles noch schlimmer wird. Das ist Alan Williams, den wir eben auf Rough Justice sahen und der für seinen Bruder an den Start geht, der ja normalerweise das Gerät fährt. Und er sagt, ja, wenn ich das Ding ein bisschen früher hätte gerade halten können, dann wäre er sicherlich weitergekommen, aber na, was soll's. Gefragt, ob er nächstes Jahr wieder regelmäßiger dabei sein wird, sagt er, ja, ich will es versuchen, vielleicht mit meinem Bruder Paul zusammen. Das wäre schön, wenn wir zusammen den Oil Cup bestreiten könnten, aber mal schauen, ob wir das hinkriegen, zeitlich und auch finanziell. Wir sind jetzt bei Blue Power, Nils Damgaard aus Dänemark in seinem Ford 8340. Er macht es bisweilen deutlich besser. Und hat den Fullpull sauber durchgezogen. Also Red Alert muss man sagen, er kriegt nochmal seine Fahrt, er muss sie auch nochmal absolvieren. Das Reglement, wie gesagt, ist da unbarmherzig, aber ich denke, er muss da nicht viel fürchten. Ich denke, den Fullpull kriegt er hin, aber es ist natürlich eine Strapaze mehr für die Maschine, gar keine Frage. Wir sind jetzt bei Theo Broekhuis auf Zappo, normalerweise gefahren von Benny Hamelink. Das ist ein Fiat Agri 1140. Und Zappo, gerade wollte ich sagen, scheint einen Fullpull hinzukriegen, aber da ist es dann doch ein paar Meter früher zu Ende gegangen mit seiner Fahrt. 95,53 auf dem Display. Und das Rahmenprogramm begeistert den einen oder anderen genauso wie die Auftritte der Stocks hier. Kommt zu Hobo. Henrik Iversen aus Dänemark. 36-jähriger Mechaniker ist hier doch vom rechten Weg abgekommen. Und Sie sehen,
wenn das Ding erstmal in der Luft ist, es ist nicht so einfach, mal eben einen Richtungswechsel herbeizuführen. Das liegt dann teilweise auch am Fahrer des Schlittens hinten zu entscheiden, ob die Fahrt abgebrochen wird, wenn es der Fahrer vorne nicht tut. Aber ich denke mal, Henrik Iversen hat davon selbst eingesehen, dass sein International 986 da einfach aus der richtigen Spur verloren hat und nicht mehr zurückkriegt und hat eben den Run beendet. Kommt zu Mega Power. Fahren von Krista Örn aus Finnland. Aus Vasa, um genauer zu sein, wo das Knäckebrot herkommt. Er mit einem Valmet 84.00 unterwegs. Und vielleicht ein bisschen zaghaft an die Aufgabe rangegangen. Jedenfalls ist bei 88.22 Schluss, aber von wegen zaghaft, ich glaube, er hat Motorprobleme gehabt. Da lief eben die Suppe überall raus. Das spricht zumindest für eine Undichtigkeit am Triebwerk. Kann man dann zu einem weiteren Schweden, Reinhard Stefansson, auf Silvia, so hat er seinen Ford 8210 genannt. Ein Gerät, das immerhin 1200 PS hinbringt. Ganz schön Muskeln, die Silvia. Damit war er 1996 Europameister. Und Silvia schafft es immerhin auf 93,53. Und zwar nicht zu den absoluten Frontrunnern, aber ein Wert, der sich durchaus sehen kann. Da sind wir jetzt also wieder beim nächsten Versuch von Peter Clark mit seinem Red Alert. Er hat ja Anfang des Jahres auf eine Alkoholmotorisierung umgebaut. Ein Mann, der im Eurocup lange dabei ist und auch erfolgreich. 93 war er Meister, 94 und 96 Vizemeister. Schauen wir mal, was er jetzt aus diesem zusätzlichen Pool, den er jetzt durch diese Aktion zugesprochen bekommen hat, was er da draus macht. Full Power und Full Pull, da hat Peter Clark bestätigt, was er aber wohl sowieso wusste. Da ist er also in die Liste der Full Puller hineingekommen. Macall, Brits and Pieces, Blue Power und Red Alert, also die Full Puller bei den 3,5 Tonnen Superstocks. Und natürlich zwischen diesen dreien der Showdown. Macall, Brits and Pieces macht natürlich wieder den Anfang. Willem Veldhuizen allen voran. Aus den Niederlanden. Ja, auch in der 4,5 Tonnen Meisterschaft unterwegs. Hoppla! Ja, ist es denn wahr? Nach 49,78 Meter ist schon alles vorbei und er hat Antriebsprobleme, würde ich fast vermuten, da bekommen. Da ist ihm scheinbar das Differential aus dem Leim gegangen. Das ist jetzt aber ärgerlich. Ja, da kann er die Ergebnisse der ersten beiden Läufe nicht gleichziehen. Da kann er seine Erfolge nicht wiederholen und es wird absehbar sein, dass jetzt einer dieser beiden, nämlich Blue Power hier am Start oder Red Alert zwangsläufig mit der vollen Punktzahl hier aus Hörby nach Hause fahren werden. Da sind wir bei Nils Damgaard und seinem Lauf. Er beschleunigt da Full Power, versucht es da ein bisschen mit seinem eigenen Trick mehr Traktion zu bekommen, aber bei 79,18 ist das Schluss und das wird die Frage sein, ob das reicht. Das ist Paul Emling, der Mechaniker von Red Alert und nachdem der Durchlauf von Blue Power nicht so doll war, der gefragt, das ist jetzt eure große Chance, es besser zu machen, oder? Ich dachte, ja, wir haben verdammt hart gearbeitet und hatten auch Probleme letzte Woche, die wir jetzt zum Glück aussortiert bekommen haben. Und ich denke, es wäre verdient, wenn wir es schaffen. Da wollen wir jetzt nicht widersprechen. Vor allen Dingen nach dem Pech mit dem Schalter und der Tatsache, dass er ja auch ein Pull mehr machen musste.
sein Equipment dadurch also schon ein bisschen mehr belasten musste als die Konkurrenz. Schauen wir mal, was Peter Clark jetzt aus diesem Durchlauf macht. Ja, das sieht soweit nicht schlecht aus. 86,68 ist Schluss. Aber das reicht. Ja, da jubeln sie. 79,18 hatte ja Blue Power. Und da ist die Freude natürlich groß. 86,68 ist nicht unbedingt, was man erwartet hatte, aber immerhin noch genug, um Blue Power zu schlagen. Dessen Durchlauf natürlich noch bescheidener war. Rattlet damit auf 4 auf Krück nur ein Pünktchen weg vom dritten Platz. Und Macau Bits and Pieces bleibt zunächst erstmal noch an der Tabellenspitze. Willem, what happened in your run? Damer, Willem Feldhüsen und Peter Clark im Interview. Und Willem sagt, ja, mir sind einfach die Drehzahl runtergefallen und beim zweiten Durchgang, und da ist scheinbar was aus dem Leim gegangen, habe ich gedacht, ich höre besser auf, bevor das Ganze richtig teuer wird. Nachdem es beim ersten Mal ja über die 100-Meter-Marke ja richtig gut gelaufen war. Peter Clark sagt, letztes Wochenende war ein richtiges Desaster und dann hatten wir ja einen Schaden am Truck, und dann hatten wir natürlich eine Mordseile, alles wieder auf die Reihe zu kriegen. Dann kam dieser Zwischenfall mit dem Killschalter, das war sehr unerfreulich. Dann mussten wir nochmal diesen Durchlauf machen.